Okay, dann erstmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Summoners War, beziehungsweise wie wir Summoners War gehackt haben. Und ja, mein Name ist Opcodes. Ich bin das zweite Mal hier und ja, freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Dann fangen wir gleich mal an. Erstmal zur Agenda, was ihr euch hier erwartet und was euch eben nicht erwartet. Und zwar, wie gesagt, erstmal, was erwartet euch und was erwartet euch nicht. Dann, welches Vorwissen brauchen wir, um Summoners War zu hacken, beziehungsweise welches Vorwissen haben wir das für Projekt gebraucht. Also ich und ein Freund, Selman, haben eben das Spiel zusammen gehackt und an dieser Stelle auch ein Gruß an dich, Selman. Und ja, danach kommen wir zum Punkt, was brauchen wir, um es zu hacken. Dann zu den Vorbereitungen. Danach werden wir ein paar Pakete sniffen und auch analysieren. Und danach die App decompilen, also das Spiel Summoners War ist eben für Android, iOS und so weiter eben eine App. Und ja, die werden wir dann eben auch decompilen, um an den Quelltext zu kommen. Und anschließend eben auch reversen, um an die nötigen Stellen im Spiel zu kommen. Und anschließend werden wir uns das Protokoll anschauen, weil das müssen wir natürlich verstehen, um es hacken zu können. Und ja, dann geht es daran, einen Proxy zu programmieren. Da werde ich eben die nötigen Informationen geben, also was man eben braucht. Und ja, am Ende werden wir Spaß haben und ein paar tolle Hacks für Summoners War machen. So, erstmal zum Punkt, was erwartet euch? Das Wissen, wie man Android-Spiele hacken kann, wird euch erwarten. Es gibt natürlich mehrere Wege, ein Android-Spiel zu hacken, aber das ist die einfachste Variante, und zwar über die Pakete. Dann, welche Tools wir dafür brauchen, würde euch auch hier erwarten. Und wie man am besten vorgeht. Also ich werde euch dann mein Wissen einfach mal weitergeben. Was erwartet euch hier nicht? Memes, weil dafür bin ich nicht cool genug. Dann Keys für die Verschlüsselung, weil ich möchte das Spiel natürlich jetzt nicht komplett kaputt machen, aber ja, ich möchte eben die nötigen Informationen geben, ja, damit ihr mal seht, was man so im Spiel anstellen kann. Und einen Hack zum Download wird es hier auch nicht geben. Da muss jeder eben seinen eigenen Hack schreiben. Source Codes wird es auch nicht geben, weil, naja, das ist ziemlich prototype-mäßig gehalten und ziemlich hässlich, das will ich niemandem antun. Gut, welches Vorwissen brauchen wir für die ganze Aktion? Erstmal ein solides Java-Grundwissen, weil die Apps sind natürlich alle in Java geschrieben und ja, da sollten wir eben schon verstehen, was überhaupt passiert. Verschlüsselung, wir sollten zumindest wissen, was sind die einzelnen Modes, was bedeutet Padding, weil Pakete werden in dem Spiel verschlüsselt. Das heißt nicht, dass es in anderen Spielen verschlüsselt sein wird. Aber in diesem Fall ist es eben so. Und wir brauchen Erfahrung mit Wireshark, weil wir müssen natürlich die Pakete vom Spiel eben sniffen und ja, dafür braucht man eben einfach so ein Grundwissen mit Java, mit Wireshark. Und Erfahrung mit Debuggern sollte man in diesem Fall auch haben, weil wir uns auch Libraries anschauen werden vom Spiel, weil das Spiel eben nicht komplett in Java fungiert. Gut, was brauchen wir? Erstmal BlueStacks. Was ist BlueStacks? Das ist ein Android-Emulator, den man sich auf seinem PC einfach installieren kann und dann kann man sich alle möglichen Android-Apps installieren. Den werden wir nutzen. Dann brauchen wir natürlich die Summoners War APK, damit wir überhaupt erstmal was machen können. JADX, das ist ein Dex-to-Java-Decompiler. Das ist einfach nichts weiter als ein Programm, womit ihr eben Apps so decompilen könnt und dann kriegt ihr einfach den Source-Code und die ganzen Dateien, die eben das Spiel verwendet. Wireshark natürlich, um die Pakete zu sniffen, sollte klar sein. IDA, es gibt auch mehrere Debugger, aber ich empfehle euch hier in dem Fall den sogenannten IDA-Debugger, weil er beispielsweise einen Pseudo-C-Code-Generator anbietet. Das heißt, ihr habt quasi irgendein Programm, das ihr in IDA ladet oder irgendeine Library und ihr bekommt dann sozusagen erstmal Assembler-Code. Das wird manche vielleicht nicht sagen, aber man hat eben mit Hackstrace die Möglichkeit, sich Pseudo-C-Code anzeigen zu lassen und damit kann man eben auch reversen, ohne eben Assembler-Kenntnisse zu haben. ProxyCap nutze ich in meinem Fall, das ist ein Tool für Windows in dem Fall, womit man einfach einen Traffic von einem Programm umleiten kann, weil wir werden uns einen Proxy schreiben und wir müssen natürlich jeglichen Traffic von BlueStacks umleiten und dafür nutze ich eben ProxyCap. Und natürlich eine Sprache unserer Wahl, weil wir werden, wie gesagt, am Ende einen Proxy schreiben und ja, meine Wahl in dem Fall ist Node.js und JavaScript, weil ich es halt am besten finde. Gut, kommen wir zu den Vorbereitungen. Erstmal alles Nötige installieren natürlich, also BlueStacks, JADX und so weiter. Dann BlueStacks einrichten, das geht ziemlich schnell, man braucht auch keinen Google-Account. Man kann diese Meldung von Google einfach mal wegklicken, also das geht ziemlich schnell. Summoners War sollte man installieren, einfach die APK in BlueStacks ziehen und ja, dann seid ihr eigentlich schon soweit bereit. Ihr werdet ein paar hundert MB Patches laden, aber naja, so ist es eben.
Gut, das sollte dann ungefähr so aussehen, wenn ihr Summoners War geladen habt. In dem Fall einfach zum ersten Mal gestartet und der sucht erst nach Updates und ja, der übliche Kram eben. So, wir fangen ganz simpel an mit dem Paketensniffen, weil wir wollen natürlich erstmal das Spiel verstehen und am einfachsten ist es, wenn man sich die Pakete anguckt. Und wieso macht man das? Naja, weil man erkennt direkt, was auf einen zukommt. Wenn man die Pakete sieht und man sieht, okay, ich erkenne nichts in den Daten, weil es sieht halt kryptisch aus, da kann man zum Beispiel gleich auf eine Verschlüsselung schließen und man wird schon damit rechnen können, okay, ich werde ein bisschen reversen müssen. Und ja, das erkennt man eben schon anhand von den Packets. Danach, ja, müssen wir natürlich das Protokoll erkennen und verstehen, das das Spiel verwendet, weil wir wollen natürlich das, die Daten vom Spiel eben verändern. Und dafür müssen wir natürlich das Protokoll verstehen. Unser Ziel, einfach ein Proxy zu schreiben, weil das ist halt am einfachsten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt die App umzuschreiben und unsere Cheats eben in der App zu schreiben, aber das ist ein Aufwand, der lohnt sich nicht, weil wöchentlich kommt vielleicht ein Patch von dem Spiel und da muss man alles neu schreiben. Deswegen, wenn man sich einmal ein Proxy geschrieben hat, dann funktioniert der meistens ziemlich lange, weil sich an den Paketen eben wenig ändert. Und zwar haben wir in dem Fall angefangen, uns die Pakete anzuschauen und die ersten wichtigen Pakete, die wir kennen, kommen von api.qpu.cn. Ja, als erstes erkennen wir, die Pakete sind unverschlüsselt. Da wird einfach ein JSON quasi hin und her geschickt, das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Diese API oder diese Schnittstelle ist für die Registrierung von eurem Handy zuständig. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal das Spiel startet, dann gebt ihr der App alles Mögliche mit, das seht ihr auch gleich noch. Und für die Authentifizierung vom Handy ist es auch zuständig. Wenn ihr die App bereits schon mal gestartet habt, dann muss es euch natürlich wieder erkennen. Es tauscht die Daten über Cookies aus, das heißt, da werden HTTP-Pakete hin und her geschickt und die Daten liegen eben in den Cookies drin, das heißt nicht im Body oder sowas. Ja, was wird mitgeschickt? Ziemlich viel. Zum Beispiel die MAC-Adresse, die OS-Version von eurem Linux-Kernel, dann die Sprache, welche Sprache euer Handy hat, die App-ID, die MCC-Nummer von eurem Handy, von eurem Mobilfunkanbieter, die MNC-Nummer, dann Device, also was für ein Handy ihr überhaupt habt, ein Note 4, Galaxy, sonst was. Prüfhashes werden auch noch geschickt, von der MAC-Adresse zum Beispiel, die Device-ID, ein Game-Index, das. Also lauter Daten, die dann eben mit der App zu tun haben, aber die sind nicht so wichtig. Hier seht ihr zum Beispiel so ein Paket. Das ist jetzt so ein Cookie, der eben vom Client zum Server geschickt wird. Man kann eben schon erkennen, da wird ziemlich viel mitgeschickt. Ich habe es aber schon mal probiert und zwar selbst solche Pakete geschickt und ich habe eben gesehen, okay, eigentlich kann man so gut wie alles weglassen. Was dem Server nur wichtig ist, ist die App-ID und die Hub-Check-1. Das ist quasi einfach. Also unter dieser Hub-Check 1 könnt ihr euch die MAC-Adresse gehasht vorstellen. Da wird ein bisschen Magie gemacht, sage ich mal. Also da werden die Doppelpunkte weggemacht und ein Timestamp noch verwendet. Aber grundlegend steckt dahinter die MAC-Adresse und die verifiziert er eben über diesen Hash. Und ja, den kann er dann auch eben selbst wieder rausholen, weil der Timestamp bzw. der Schlüssel wird einfach dran gehängt. Also nichts Wildes. Gut, dann die nächste Schnittstelle activeuser.qpu.cn. Was wird darüber geschickt? Also erstmal ist es also ist es verschlüsselt. Das erkennen wir einfach daran, weil da wird ein Base64 mitgeschickt und wenn wir den decoden, dann kriegen wir nur wilde Bytes und man erkennt keine wirkliche Struktur. Die Device-ID, diese Schnittstelle ist dafür zuständig, euch eine Device-ID zuzuteilen. Also euer Handy selbst hat nur eine Android-ID und die schickt er zum Server. Und der Server macht dann eben irgendeine Magie, die kenne ich auch nicht, aber die ist auch gar nicht so wichtig. Der Server gibt euch dann nämlich eure Device-ID und die speichert dann eben euer Handy und schickt sie eben das nächste Mal immer wieder an den Server und daher weiß er eben, wer ihr seid. Und Session Handling tut diese Schnittstelle auch betreiben. Das heißt, wenn ihr euch vor einer Stunde bereits mal am Server angemeldet habt, dann habt ihr eigentlich noch eine offene Session mit dem Server und die könnt ihr eben dann wieder direkt nutzen. So ein Paket kann eben so aussehen. Das ist ein einfaches HTTP-Paket. Oben im Header sehen wir zum Beispiel einen Key Request Timestamp. Da steht dann ein Timestamp. Das ist meistens der aktuelle. Und dann noch Request Auth Key. Ja, und unten sehen wir eben das verschlüsselte, beziehungsweise den Base64-Hash. Was hier ganz interessant ist, ist, es ist zwar verschlüsselt, aber der Key wird direkt mitgeschickt, und zwar, das ist der Timestamp. Ja, toll. Gut. Aber
Dazu komme ich auch noch. Ich fand das nur ziemlich lustig. Dann kommen wir zur nächsten Schnittstelle und das ist der aktuelle Game-Server. In dem Fall habe ich den EU-Server genommen im Spiel. Deswegen bin ich jetzt in dem Fall mit summonerswar-eu.cometous, so heißt die Firma von summonerswar.net, mit der Adresse bin ich eben verbunden. Da sind die Daten auch verschlüsselt und die sehen ziemlich gleich aus. Also da wird wieder ein Base64 geschickt und ja, man erkennt auch keine wirkliche Struktur hinter den Bytes, die dahinter liegen. Was wird über diese Schnittstelle ausgetauscht? Die Versionsinfo vom Spiel, die aktuelle. Dann der Serverstatus, ob es eine aktuelle Maintenance gibt oder sowas. Und es dient auch als Game-Client-Gateway. Das heißt, wenn ihr eben zum Beispiel euch jetzt ein Monster kauft oder irgendwas im Spiel macht, dann wird es eben über diese Adresse geschickt, über diesen sogenannten Gateway. Das ist einfach nur eine PHP-Datei. So ein Paket kann eben so aussehen. Da haben wir eine smontmval. Das ist auch wieder ein Timestamp, beziehungsweise der Timestamp da wird noch ein bisschen geändert. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, diese Werte smontmval und smontchecker, die sind gar nicht so wichtig, die müssen wir nicht verstehen. Und ja, die können wir eigentlich auch unverändert durch den Proxy weiterleiten. Und ja, da wird eben ein gezipptes Datenpaket einfach geschickt. Das müsst ihr in eurem Proxy dann eben in dem Fall entzippen, dann entschlüsseln und verändern. Und danach, wenn ihr es eben weiterschickt, wieder verschlüsseln und zippen. Deswegen erkennt man hier auch jetzt keine Bytes. Gut, dann gehen wir erstmal ans Analysieren der Pakete und welches Fazit haben wir daraus geschlossen? Wir müssen die Verschlüsselung der Daten finden, weil so können wir nichts machen. Und optional können wir versuchen, smontmval und smontchecker zu verstehen, wenn man eben so viel wie möglich rausfinden will. Nötig ist es nicht. Und optional ist auch, die Cookie-Hash-Werte zu verstehen, aber da wir halt wirklich einen Proxy schreiben und eigentlich alles durchlassen, bis auf Spielpakete, können wir uns das eigentlich auch schenken. Gut, dann kommen wir erstmal ans Decompilen der App, weil jetzt wollen wir die Verschlüsselung natürlich finden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal mit JADX, was ich vorher genannt habe, könnt ihr euch installieren, dafür braucht ihr Java und einfach die App reinladen und dann kriegt ihr eben den Source Code und die Libraries, die eben da drin liegen und die Bilder und so weiter. Aber dann gibt es auch für faule Leute eine Website, die habe auch ich genutzt, weil ich faul bin, und zwar javadecompilers.com/apk. Bei JADX würde es so aussehen, ihr habt eben hier einfach die App drin geladen, links seht ihr eine Baumstruktur von allen Dateien und Quelltexten. Rechts seht ihr den Source-Code und ja, bei der Website, die sieht ziemlich schlicht aus, Bootstrap, schätze ich mal. Ja. Aber da könnt ihr einfach die App hochladen und dann decompilen lassen. Das dauert so im Schnitt vielleicht 3 Minuten und ja, dann habt ihr eben den ganzen Quelltext als Zip. Gut, nun, jetzt wollen wir natürlich, wie gesagt, die Verschlüsselung rausfinden. Da ist der erste Schritt, im Quelltext nachzugucken, weil das ist am einfachsten. Da können wir in den ganzen Dateien einfach mal nach Strings suchen und sowas. Und zwar fangen wir an, eben ja nach der Verschlüsselung zu suchen. Das ist in dem Fall aber eine Fehlanzeige. Also die App macht nämlich Folgendes. Die nutzt die sogenannte JNI-Funktion von Java. Was das bedeutet ist, sie spricht eben über diese JNI-Schnittstelle, also dieses Java Native Interface, mit einer Library. Und die ist dann eben in C programmiert. Das heißt, wir kommen nicht einfach so an den Quelltext ran. Und ja, das heißt, der App-Quelltext bringt uns wenig. Ja, wir müssen eben die Library finden, in der das Spiel sitzt und diese dann eben mit IDA reversen. Gut, hier sehen wir im Ordner lib natürlich die ganzen Libraries, die geladen werden. Das sind in dem Fall libc to s, come to us, kommen soll das wahrscheinlich bedeuten. Und ja, Xine-Code zum Beispiel, das ist ein Anti-Cheat-System, wird auch geladen. Libpickle ist ja eine Library, aber dazu komme ich jetzt. Und zwar fange ich an mit der libxinecode.so. Das ist einfach eine Xinecode-Library, die eben das Anti-Cheat-System verwendet. Dann haben wir libgabriel.so. Das ist irgendein libxinecode-Kram, interessiert uns aber nicht wirklich. Dann haben wir die libc2us.common. Das ist irgendeine Shared-Header-File. Ist für uns auch uninteressant, weil wir erkennen auch an der Größe von der Datei, da steht ziemlich wenig drin. Und dann haben wir eine libpickle.so. Das ist eine Perl-Library, für uns also auch völlig irrelevant. Dann haben wir aber eine Datei, und zwar die libc2smon, und das ist die wirkliche Spiel-Library, das erkennen wir auch an der Größe, das sind so 4 MB oder sowas, also das ist wirklich die Datei, die wir eben reversen wollen. Gut, dann fangen wir eben damit an, IDA erstmal zu starten, und ja, das dauert dann so ein bisschen, bis er die ganzen Sachen geladen hat.
Und IDEA kennt eben, die App selbst nutzt die ARM-Architektur. Aber ja, das interessiert uns erstmal nicht, weil wir werden uns hauptsächlich mit dem Pseudo-C-Generator auseinandersetzen. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können einfach mal nach einer Funktion Key suchen. Also IDEA bietet euch da eben die Möglichkeit, nach Funktionen zu suchen, wie man hier links sieht. Und wenn wir nach Key beispielsweise suchen, dann sehen wir schon eine Funktion, die heißt getDecryptionKey. Und es gibt auch die createEncryptionKey-Funktion. Und darin sehen wir dann gleich, okay, es wird Raindahl genutzt als Verschlüsselung, was eben ja auf AES deutet. Und ja, da können wir dann auch die nötigen Informationen rausziehen, wie groß der Key ist. Und ja, also das kann man dann eben alles anhand von diesem C-Code erkennen. Und ja, was wir im Prinzip machen müssten ist, das werde ich jetzt natürlich hier nicht zeigen, weil, naja, ich will halt nicht, dass jetzt das Spiel ja komplett Open Source, also die Hacks komplett Open Source sind. Ich möchte euch nur einen Anreiz geben. Also was ihr im Prinzip machen müsst, ist rausfinden, okay, was steckt zum Beispiel hinter V14? Und dann findet ihr zum Beispiel schon die nötigen Stellen. Aber ja, das überlasse ich komplett euch. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar, ja, wir reversen eben erstmal. Und unsere Funde sind folgende. Erstmal, es wird die AES 128 CBC-Verschlüsselung genutzt und als Padding wird PKCS7 genutzt. Das erkennen wir einfach aus den ganzen Funktionen, die genutzt werden und die Parameter, die übergeben werden. Dann finden wir auch noch den AES Key Version 1, der heißt auch so wirklich im Spiel. Das ist einfach ein 16-Byte-Key, der eben in AES einfach genutzt, also für die AES-Verschlüsselung einfach genutzt wird. Und wir haben noch einen Version 2 Key, der liegt auch irgendwo im Client, den müssen wir uns dann eben, also da müssen wir uns die Bytes dann eben aus dem Bereich einfach rausziehen. Nun, dann, wenn wir eben schon die Verschlüsselung verstanden haben und eben die Pakete auch entschlüsseln können, müssen wir uns daran setzen, das Protokoll zu verstehen. Dazu können wir uns einfach mal ein Testprogramm schreiben, um die Pakete eben zu entschlüsseln und verschlüsseln. Das habe ich in dem Fall in Node.js gemacht. Und ja, die Paketdaten, die wir uns sammeln, sind der Login, Chat-Funktion und so Sachen. Also wir sollten uns einfach mal so eine ganze Liste machen an Paketen. Und optional, was ich auch gemacht habe, ist einen sogenannten Wireshark-Lua-Dissector schreiben. Was das ist, ist, ihr schreibt einen Lua-Code und der tut euch dann eben die ganzen Pakete parsen. Und dann könnt ihr zum Beispiel da eure AES-Verschlüsselung einbauen und ihr könnt euch direkt eben die Pakete im Klartext anzeigen lassen. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Also den Lua-Dissector, den kann ich auch noch online stellen. Da werde ich aber dann den Schlüssel einfach rausnehmen. Das heißt, wenn ihr den Schlüssel rausgefunden habt, dann könnt ihr den Dissector einfach nutzen. Und ja, hier sehen wir zum Beispiel encrypted, das ist der übliche Base64-Key. Oben sehen wir auch noch den Timestamp. Und unten sehen wir jetzt das entschlüsselte Paket. Und was wir da als erstes erkennen, ist, es wird ein JSON geschickt. Das heißt, es ist also erstmal ein ganz, also das Protokoll ist eigentlich ganz simpel. Es werden einfach JSONs hin und her geschickt. Das heißt, es sollte eigentlich gar kein Problem sein, da die Daten zu verändern. Und ja, in dem Fall ist dieses Paket für den Session-Login zuständig. Das heißt, eben euch zu authentifizieren, wenn ihr schon mal bereits drin wart. Da wird eben die App-ID mitgeschickt und dann eben die Device-ID. Und als Sessions in einem Sessions-Array übergibt ihr dann einfach, ja, tut mir leid, die ganzen Sessions, die ihr bisher offen hattet. Und der Server sagt euch eben, ob die Session gültig ist und lässt euch dann eben weiter. Wenn nicht, dann macht ihr eine komplett neue Session auf. Hier nochmal vergrößert. Ja, die Länge sagt eben einfach die Länge vom, nee, die Länge ist eigentlich gar nicht so wichtig, sehe ich gerade. Vergiss die Länge einfach. Also was wirklich wichtig ist, ist der Timestamp, daran erkennt der Server eben wirklich, ist es eine gültige Session. Das nächste Paket wäre zum Beispiel ein Game-Paket und das erkennen wir dann eben auch daran, welche Verschlüsselung genutzt wird und welcher Host genutzt wird. Hier eben wieder summonerswar-eu.comtous.net. Da sehen wir zum Beispiel hier steht der Command oder der Befehl in dem sogenannten, also in dem Objekt Wert Command. Hier nochmal vergrößert, da wird zum einen eine Channel-User-ID mitgeschickt, die mit 901 eben anfängt. Dann der Command, check Login-Block, da wird wahrscheinlich gecheckt, sind wir gebannt oder so. Und ja, dann kommt der Game-Index, die Protokollversion und ja, dann der Session-Key. Und der ist derselbe wie die Channel-User-ID. Was könnte das wohl bedeuten?
Nun, also die Channel-User-ID, um euch vielleicht ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, das sind Sachen, die könnt ihr von jedem Nutzer bekommen. Und das heißt, ihr könnt theoretisch auch eine Session übernehmen, aber so viel dazu. Ja, das ist jetzt ein Chat-Paket. Das nutzt eben diesen Channel Key Version 2, den ihr vorhin eben gesehen habt, beziehungsweise den ich angesprochen habe. Und da sehen wir zum Beispiel, wenn wir ein Paket bekommen oder eine Chat-Message, die ist erstmal ziemlich groß. Und die Programmierer haben sich auch gar nicht gescheut, irgendwie die Größe der Pakete zu reduzieren oder sowas. Naja, verstehe ich nicht, warum. Da wird eben auch die Chat-Version mitgeschickt. Also falls sich was an dem Chat-Protokoll geändert hat, dann wird es eben da an der Chat-Version erkannt. Und ja, ein Chat-Type, das ist in dem Fall eure Schriftfarbe. Und also Notices zum Beispiel hätten, glaube ich, den Wert 2. Normale User-Nachrichten sind eben 3. Ich vergrößere das gerade nochmal. Dann sehen wir Chat Wizard Name. Das ist der User, der die Nachricht verschickt hat. Wir sehen die Hub User ID, eine Wizard User ID und so weiter. Sein Level sehen wir auch und ganz unten die Chat Nachricht LOL. Ich glaube, da hat Selman sich einen Spaß erlaubt, aber okay. Gut. Wenn wir das alles eben erstmal beisammen haben, wir wissen, welche Host-Adressen sind wichtig, wir wissen, wie werden die Pakete verschlüsselt und wie müssen wir sie entschlüsseln. Dann machen wir uns erstmal daran, einen HTTP-Proxy zu schreiben, in der beliebigen Sprache unserer Wahl. Da habe ich eben, wie gesagt, Node.js genommen. Das sollte eigentlich ziemlich klar sein, wie man eben einen HTTP-Proxy schreibt. Da wird kein besonderes Protokoll oder so verwendet. Dann eben den Proxy-Cap so einrichten, dass es eben BlueStacks umleitet auf eben unseren internen Proxy, zum Beispiel auf Port 8080 oder sowas. Und dann müssen wir in unserem Proxy die Pakete entschlüsseln, ändern und wieder verschlüsseln. Und ja, damit können wir dann zum Beispiel so Sachen machen wie die Chat-Nachricht verändern, die Monster mit einem Schlag töten oder sowas. Das sind alles Sachen, die eben möglich sind. Und ja, dann am Ende kommt es eben daran, Spaß zu haben mit den ganzen Cheats, die wir eben dann am Protokoll erkennen. Ich habe mir mal hier eine Liste gemacht, was so alles möglich ist. Zum einen gibt es zum Beispiel den One-Hit, da könnt ihr jedes Monster mit einem Schlag töten. Ihr könnt in fremden Namen chatten, ihr könnt die Chatfarbe ändern und da beim Chat geht sogar vieles mehr, also das ist nicht mal das Ende. Ihr könnt automatisiertes Stage-Clearing betreiben, also ihr könnt jede Stage einfach durchmachen, ohne wirklich irgendwas machen zu müssen. Fremde Sessions übernehmen, da könnt ihr eben, wie gesagt, anhand von der User-ID die Session-ID erkennen und ja, da kann man auch ziemlich doofe Sachen machen. Ja, da ist noch vieles mehr möglich und da habe ich verkackt. Okay, da kommen wir zum ersten Mal an den One-Hit. Den habe ich aufgenommen, weil ProxyCap bei mir rumgespinnt hat. Da habe ich mich noch gestern Abend dran gesetzt, ein paar Videos mit Selman zu machen. Also tut mir leid, dass ich da keine Live-Vorstellung machen kann, aber ich hoffe mal, das reicht auch. Ich drücke da mal hier eben auf Play. So, auch ohne Sound. Also wie man hier sieht, jedes Monster, was man einmal angreift, liegt im Instant. Also das ist ja ziemlich straightforward eigentlich. Ja, ich zeige euch noch. Ich lasse ich da mal noch kurz gucken. Also, das geht schnell. Und wenn man jetzt ehrlich spielen würde, dann würde man dafür schon länger brauchen. Also, bestimmt. Gut, das war's vom One-Hit. Was noch möglich ist, ist mit dem Chat, da haben wir gestern auch Abend auch ziemlich auf die Kacke gehauen. Zum einen haben wir Leute dazu gebracht, was Lustiges zu machen. Ich bring mal eben den Chat ein bisschen nach vorne, vielleicht könnt ihr das lesen. So, was hat denn der Admin da geschrieben? Surprise Giveaway. The first 50 players that write GPN16 in the chat will get a special reward. Mal gucken, was da passieren könnte. Oh, Moment, ich habe außerdem weitergeklickt. So, dann machen wir mal Play. Das dauert ein bisschen, ist ein Handygame, also da zu tippen dauert. Oh, GN16. Oh. G
GNP. What the fuck? Oh, irgendein Spammer. Also die schreiben immer noch GPN 15. What's going on? Okay, also wir haben das ziemlich lang laufen lassen und ja, die haben also echt noch 7 Minuten danach irgendwie haben welche GPN 16 geschrieben. Also die haben sich anscheinend irgendwie hochgeschaukelt, jeder den anderen, das war ziemlich lustig. Na, ich lasse noch ein bisschen laufen. Batman works alone. What's this? GPN 60. Also manche können vielleicht auch gar nicht zählen. Also ich glaube, 50 Leute haben da bestimmt schon geschrieben, aber... Naja, das war's davon. Dann haben wir noch denselben Spaß damit gemacht, einfach weil es so schön war. Und zwar lasse ich auch mal kurz den Chat hier reinlaufen. So... Okay, so jetzt mache ich Stopp. Dear players, due to a server emergency maintenance, all the servers will be shut down until tomorrow 1 p.m. To save your account, your current account data, simply type save data into the chat. Thank you. So. Und, naja, gucken wir mal, ob welche save data in den Chat geschrieben haben. Ist ein ziemlich langer Satz oder Wort. Ah, da ist er schon der Erste. Okay. Und jetzt. Jetzt fängt es erstmal an. Also, das ging auch ziemlich lang. So. Also, die ganzen Leute haben echt auch wieder so 6-7 Minuten sich gegenseitig hochgeschaukelt und die ganze Zeit Safe Data in den Chat geschrieben. Und ja, also, wir haben Tränen gelacht. So. Und dann haben wir uns noch einen Spaß erlaubt. Für die, die Findet Nemo geguckt haben, dürfte das auch ganz lustig sein. Surprise Giveaway. Type mine in the chat to get a special gift. So, dann gucken wir mal. Also die Leute sind echt ständig drauf reingefallen. Mine. 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 Also das ging auch ziemlich lang so. Gut, dann tut mir leid, dass es so kurz war. Ich habe es mir länger vorgestellt, aber das war's dann mit dem Vortrag. Und ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.